Herzlich willkommen zu einem Stream von mir. Lange ist es her. Und Gottes Willen, ich bin gerade wahnsinnig laut. Ich höre mich sehr laut selber. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Feiertag oder an diesem wunderschönen Tag, an dem du dieses VOD siehst. Worum geht's heute? Heute habe ich mir gedacht, es ist frisch raus. Ich habe lange darauf gewartet. Ich hatte Bock drauf. Es ist ein Simulator und es geht um um die schönste Nebensache der Welt. Das Bierbrauen. Und das machen wir heute. Und man hört hier im Hintergrund schon die wunderschönen Klänge des Hauptmenüs. Und wenn ich den richtigen Knopf finde, können wir da auch direkt einmal einsteigen. Ich habe es das erste Mal gestartet. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich weiß schon, was mich erwartet. Ich bin sehr gespannt, weil es wohl sehr akkurat sein soll. Ich habe selber mal ein bisschen versucht, mich am Bierbrauen zu Hause in der eigenen Küche. Ich kann euch sagen, das macht man entweder nur einmal oder man ist so komplett crazy drauf, dass man das wirklich regelmäßig macht und seine Küche dann 6 Stunden lang einfach komplett zudünstet, was sehr gut riecht auch, ja, wenn man da schön das Malz 5 Stunden lang zerköchelt. Aber es kann auch sehr anstrengend sein. Und vor allem, das Schlimmste an der ganzen Sache ist eigentlich, dass man dann trotzdem erstmal noch 6 Wochen warten muss, bis man dann so ein Bier fertig genießen kann. Aber das wird hier wahrscheinlich anders sein. Hier haben wir das kleine Problem, wir können es eigentlich gar nicht genießen. Es ist einfach nur digital. Aber das soll uns jetzt erstmal egal sein. So. Die Brewmaster Mode. In this mode you'll learn to brew, complete jobs and enter competitions and progress through a story that'll make you a true Brewmaster. Recommended for new players. Free Play Mode is Sandbox Mode. Ach, okay. Das macht man dann, wenn man schon weiß, was man tut, keine Hilfe an die Hand bekommen möchte oder braucht. Deshalb ist es ja relativ selbstredend. So, da geht's schon direkt los. So, welcome, Brewer. You're about to take your first steps into the world of homebrewing. A world packed with creativity, discovery and, most of all, excellent beers. Brewing is an art with endless possibilities where true mastery can take a lifetime. Yet, at its heart, it's wonderfully simple. Anyone can pick up a brew pot, throw a few ingredients together and create a tasty, thirst-quenching beer to share with friends and family. So that's exactly what you should do first. Let's get brewing. Brew a beer using the extract brewing method by Jeff. Ach so. Ja, das ist das, was ich machen muss. Ich dachte, ich kann jetzt hier ein Kästchen auswählen, aber es ist natürlich kompletter BS. So, Story Objectives. Brew a beer using the extract brewing method. Tutorial Objectives. Retrieve brew pot small from the equipment cupboard. Ach man, okay, krass. Man muss also erstmal hier noch rumlaufen. Ich stelle mir die Maus gleich, glaube ich, erstmal ein bisschen schneller ein. Man kann es übrigens auch mit Controller spielen. Habe ich gerade zu spät gesehen. Da habe ich quasi schon den Stream angeworfen und wollte jetzt nicht nochmal den Controller. Das ist besser. Den Controller rausholen und anstöpseln. Advance to next season. Okay. Schau mal, das ist doch schön. Da macht's doch auch, da hat man doch auch Bock, oder? Wenn man in so einem Landhaus-ähnlichen Ding hier wohnt und so eine Küche hat, das ist doch geil. Was will man anderes machen, als den ganzen Tag Bier brauen? Das ist doch cool. The storage screen is where you can retrieve equipment or ingredients that you own. The items shown depends on which storage area you've opened. For example, the equipment cupboard contains tools and containers. To retrieve an item, select the items icon and press the retrieve button. The item will be added to your inventory, which you carry around with you. Okay, wir retrieven den Pot. Wir drücken Retrieve. Wir haben hier 25 Liter. Tab. Tubes can be attached to container taps to enable easy liquid transfer. Ah, ich sehe schon, wo das hinführt. Das wird alles richtig schön erweiterbar alles, ne? So, was sollten wir da machen? Achso, fill brew pot with 21 liters of water. Achso, Tab im Sinne von, oh, warte mal. Ganz kurz, muss ich den
Deckel abnehmen oder ist das jetzt einfach nur, ja, hier Remove Lid, das macht wahrscheinlich mehr Sinn. So wie auch im echten Leben. Woher weiß ich jetzt, wann da 21 Liter drin sind? Hier sehe ich's. Es müssen jetzt auch genau 21 Liter sein. Ich meine, es läuft relativ langsam, deshalb ist es gar nicht mal so schlecht. Kann ich irgendwie währenddessen noch irgendwas anderes machen? Oder muss ich jetzt dem Wasser beim Volllaufen zugucken? You can use your watch to accelerate time. Okay, und show X-Ray. Alles klar. Okay, hier hat man nochmal viel mehr Informationen, was jetzt hier mit dem Wasser so los ist. Contamination 1%. Okay, das wird also auch nochmal eine Sache. Okay. Wow, okay. Shit. Alles klar, das war ein bisschen zu... was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Das war zu viel, das war zu viel. Kann ich den... kann ich den auskippen irgendwie? Rotate. Pick up. Und das, das ist auch geil, dass Wasser einfach so eine viskose Masse ist, die dann einfach da drin bleibt. Warte, wenn ich den jetzt rot... Ach so. Nee, ich will doch aber was auskippen jetzt. Das ist ja jetzt viel zu viel. Kann ich ja so wie auskippen? Ich würde es gerne auskippen. Auskippen! Mal rotaten ist ja nur so. Ich will immer hold E clean item. Okay, und dann einfach nochmal von vorne. Gut, dann machen wir das so. Wir kippen einfach 25 Liter Wasser komplett weg. Das ist ja dann auch schon einfach kontaminiert, ne? Das brauchen wir dann wieder frisch aus dem Hahn, das ist ganz klar. So, Time T. Jetzt versuchen wir das mal ein bisschen kontrollierter zu machen hier. Also ein Tipp für euch, wenn ihr das macht, mit dem Mausrad einfach ein bisschen sparsamer umgehen. Sonst kann das ganz schnell schief gehen. So weit brauchen wir 21, ne? Ich meine, es ist tendenziell, wenn man es so richtig bare bones spielen wollen würde, müsste man schon bei einfacher Geschwindigkeit bleiben. Ne? So für den vollen Realismus. Jetzt muss ich drauf bleiben, okay. So. Machen wir uns schon mal bereit für den Wasserhahn. Es wird spannend. Werden wir es schaffen diesmal? Gleich ist es soweit. 7, 8, 9. Tap! Warum? Was? Warum geht denn? Was? Hä? Wieso kann ich den jetzt nicht? Toll. Ganz toll. Gut, ich würde aber sagen, mit 21,8 Litern, da, ich meine, ja, dann lassen wir den einfach kurz auf dem Ofen und dann verdampft er einfach noch einen Liter, oder? Ich denke, das geht. So, jetzt auf den Kitchen-Hop damit. Keine Ahnung, was jetzt gerade eben das Problem war, warum ich das nicht anwählen konnte. Wahrscheinlich, weil ich da noch irgendwie in dem Topf drin steckte. So, Heat Brewpot Small on the Kitchen Hob. Wir turnen den einfach mal on. Malzextrakt ist ein sirupiges Liquid. Bepackt mit fermentierbaren Zuckers. So, perfect for yeast to eventual Lead turn into alcohol. Yeast war, ach, ich hätte es vielleicht doch auf Deutsch stellen sollen. Yeast war Hefe? Nee, doch. Weiß ich nicht. Komme ich noch drauf. Wird sich zeigen. So, ich sollte aber zum Fridge gehen, ne? Freezer. Und, oh, da können wir uns hier schon mal aussuchen, was wir machen wollen. Schau mal. Also denke ich jetzt mal, Amber oder Light. Das klingt irgendwie geil. Kann ich aber beides... Achso, warte mal. Some ingredients need to be stored cold to maintain a freshness. These are found in the fridge freezer, whilst all other ingredients are kept in the ingredients cupboard.
Malt Extracts, Syrup, das haben wir gerade schon einmal gelesen. 2 Kilo davon brauchen wir. Das scheint 1 Kilo zu sein. Sweet malt and caramel dominate the flavor profile. The most overtly sweet of the extracts. So, wir retrieven 2 Kilo. Hey. Ja, okay, das ist natürlich auch dumm, wenn ich jetzt Space drücke und der dann einfach die letzte Taste benutzt, anstatt das hier, wo Space steht. Aber gut, das sind einfach Kinderkrankheiten. Dieses Spiel ist ja gerade vor ein paar Tagen erst released worden. Da wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dran gepfeilt. So, wie achso, nee, warte mal, habe ich ja jetzt schon. Das habe ich ja jetzt schon getan. Wir haben jetzt 2 Kilo Malz und das packen wir direkt jetzt schon da rein, oder was? Musste das nicht... Muss man da nicht ein bisschen warten? Auf eine bestimmte Temperatur oder war das bei einer anderen Ingredient? Ich weiß nicht, wahrscheinlich bei Malz dann nicht, ne? Hier steht jetzt einfach nur Add 2 Kilograms of Malt Extract to Brew Pot. Das machen wir jetzt einfach. Oh, jetzt muss ich das... Aha. Also muss ich das richtig... Okay, alles klar. Ich bewege das Mausrad und kann dann den Winkel hier verändern. Warum kippe ich denn das daneben? Wir brauchen ja eh 2 Kilo, also es ist ja völlig wurscht. Aber es ist so knapp am Rand. Aber das wird wahrscheinlich so gedacht sein. So. Okay. Gut. Wir sind jetzt hier bei fast 20 Grad. Das heißt, das Wasser hat jetzt immerhin schon mal fast Zimmertemperatur. Gibt es hier einen Müll? Muss ich den Müll trennen hier irgendwo? Kann man das hier irgendwo... Wahrscheinlich nicht, ne? Das wäre ja noch schöner. Doch, guck mal hier. Hier. Ah, cool. Guck mal. Zack. Zumindest richtig schön in den Müll gepackt, so wie sich das gehört in einer sauberen Küche. Wir brauchen jetzt Steepable Grain. Und was ich mal versuche, mal ganz kurz gucken. Ich würde es, glaube ich, gerne auf Deutsch stellen. Einfach nur wegen der Fachsprache. Ich meine, es hat ja eh keine Sprachausgabe. So, Getreide zum Weichen. Gut, so viel zur Fachsprache. Aber gut, wer weiß. Vielleicht kann ja das irgendjemand beantworten, der auch schon mal Bier gebraut hat. Oder immer noch tut. Inwiefern das gut übersetzt ist oder nicht. Getreide zum Weichen wird in Netzbeuteln aufbewahrt, welche beim Brauen leicht hinzugefügt und entfernt werden können. Es wird beim Extraktbrauen verwendet, um dem Bier Geschmack, Körper und Farbe zu verleihen. Okay, ich glaube, dann habe ich bei mir zu Hause nicht Extraktbrauen gemacht, weil daran kann ich mich nicht erinnern. 500 Gramm eines Getreides. Wir haben einmal Vienna Crystal und wir haben Ultra Pale Crystal. Keine Ahnung, was das am Ende ausmacht, sag ich mal so. Das Problem ist, man kann es ja dann auch nicht kosten. Ne? Das heißt, man kann ja nicht mal wirklich dann sagen, ja, das ist natürlich auch, guck mal, hier steht es ja, Karamell minus 10. Oder ist es einfach Karamell Bindestrich 10? Wahrscheinlich eher, ne? Der wird ja nicht sagen, dass es minus 10 nach Karamell, also noch weniger nach Karamell schmeckt als gar nicht. Deshalb denke ich mal, es ist auch was sehr Karamell-Toffee-artiges. Es würde ja zu unserem Amber Malz direkt passen. 500 Gramm brauchen wir davon. Das nehmen wir auch heraus. Das nehmen wir uns einfach mal raus jetzt hier, ne? Space. Und zurück. So, dann haben wir hier unser Säckle. Und das klemmen wir jetzt an den Brautopf. Wir sind bei 22 Grad. Und wir sehen auch schon die Flüssigkeit. Ah ne, die wird momentan... Achso, ja klar ist das jetzt erstmal mehr geworden, weil wir ja auch Zeug reingekippt haben. Aber es verdampft auch Zeug. Das ist tatsächlich sehr realitätsnah. Das finde ich schon mal ganz gut, ne? Dass man sich da auch Gedanken macht. Ne, das habe ich definitiv nicht gemacht, als ich gebraut habe. Erhitze den Brautopf weiter, bis die Würze kocht bei etwa 100 Grad. So, das wird einfach mal noch eine Weile dauern, außer ich kann das hier auf noch heißer stellen, aber ich glaube, ich kann hier nur an- und ausschalten, ne? Gestaltungsmodus, was kann ich da machen? Kann ich meine Küche einrichten?
Gegenstandsmenü öffnen. Wir gucken einfach mal, wir haben jetzt Zeit. Und da macht es ja nur Sinn, dass es noch irgendwie andere Sachen gibt, die man hier tun kann, anstatt jetzt dem Wasser beim Kochen zuzugucken oder selber irgendwie, weiß ich nicht, zu Hause aufzuräumen. Das wäre ja komplett gegen das Spielprinzip. Aber wir können tatsächlich theoretisch uns hier Sachen holen und also unsere Wohnung einrichten. Ich weiß jetzt allerdings nicht, weil die stehen ja wahrscheinlich alle schon bei uns rum. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwann mal mehr wird, wenn man Bier verkauft und dann irgendwie so langsam einfach rich wird. Ob es ja auch so schönen kapitalistischen Background hat, das Spiel. Oder wie das aussieht. Rustikale Regale gemischt. Nee, das haben wir hier alles schon. Wir können jetzt wahrscheinlich einfach so ein bisschen unsere Küche ein bisschen umbauen. Ich meine, das ist sowieso, das ist hier so ein bisschen, man läuft hier so ein bisschen im Kreis rum. Vielleicht kann man das ja so ein bisschen anders anordnen einfach. Okay. Kann man hier irgendwie snappen oder so? Gibt es hier ein Snappen, Kollision an- und ausschalten vielleicht? Ja, okay. Verstehe, das ist natürlich nicht schlecht. So, dann kann sich hier irgendwie so ein bauen, dann kann man ja auch in der Mitte durchlaufen. So ist das schön. Kommen wir schneller von A nach B. Der Kalender, den kann man jetzt nicht angucken. Hier kann man auch noch fegen später. Auch ganz wichtig. Ich kann mal den Gestaltungsmodus gerade beenden und dann gucken wir uns mal hier so ein bisschen um. Was haben wir denn? Hier gibt es den Verkostungs... Ne, hier, guck mal. Hier wird dann gezapft. Doch, hier kann man dann schön verkosten. Da hält man sich dann einfach auch mal einen ganzen Abend auf, bis alles leer verkostet ist. Hier werden dann die schönen Sachen gelagert. Zum Gären wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Dass man dann hier schön einfach 6 Wochen jeden Morgen einmal hier so vorbeikommt, die Flaschen streichelt, damit sie natürlich auch entsprechend gut schmecken und die Liebe erfahren, die ihnen gebührt. Wenn ich hier durchgehe, komme ich in den Keller. Oh, schau mal. Ich dachte jetzt, hier sind einfach meine Zutaten. Aber das, guck mal, das sieht ja schön aus. Hopfen sieht so schön aus, muss man wirklich sagen. Also wer schon mal Hopfen im Garten hatte oder irgendwo in echt gesehen hat, so im Früh, ich weiß gar nicht, wann der so aussieht. Ist nicht im Frühling, glaube ich, ne? Das ist eher so im Sommer. Das ist schon ein schönes Grün, was der so hat. Und es riecht auch sehr, sehr lecker. Da kriege ich direkt Lust, in den Biergarten zu gehen. Gut, aber wir haben natürlich noch kein Bier gelagert. Das würde jetzt einfach noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, dass das Spiel da nicht mit ganz so realistisch ist und man da halt wirklich, dass wir uns dann im Stream in 6 Wochen erst wieder sehen. Was kann man denn noch machen? Wir können... Achso, das ist das Zutatenregal. Ich dachte, man könnte irgendwas mit der Pflanze noch machen. Irgendwie mit der Pflanze kurz sprechen oder so. Hier haben wir nur den Topf drin. Ich kann jetzt auch kein zweites ansetzen, leider. Achso, da kann man die Musik ein- und ausschalten. Gut. Jetzt können wir hier mal in den Kalender gucken. In diesem Teil des Tutorials nicht verfügbar. Alles klar, da sind wir noch nicht. Da waren wir auch schon. Da ist nur das drin. Ausrüstung reinigen. Tatsächlich gehört das dann scheinbar dazu. Jo, und ansonsten kann man sich hier schön vor den Kamin knallen. Hier hat man auch nochmal einen Kalender. Und kann dann hier schön, kann man sich eigentlich crouchen oder so? Nee, dass man sich hier irgendwie so mal setzen kann. Und kann dann hier so ein bisschen abchillen. Hier ginge es dann zur nächsten Season. Alles klar, gut, dann haben wir jetzt nicht so viele Möglichkeiten, als auf das Bier zu warten. Wir haben natürlich die Möglichkeit, jetzt die Uhr schneller zu stellen. Ich glaube, das macht hier wahrscheinlich auch Sinn, weil guck mal, wir sind jetzt bei 28 Grad. Wir haben angefangen bei 10 Grad, glaube ich. 10 Grad Wassertemperatur. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder 10 Minuten her. 15? Oh, ich sehe gerade, dass mein Pip hier ein bisschen scheiße ist. Vielleicht kann ich das kurz ändern. Na. Nee, warte, das ist auch eh die falsche Taste. Hier ist die richtige Taste. So, ich hoffe, dass das jetzt hier funktioniert. Lass mal kurz schauen. Das kriegen wir noch gleich hin. Da ist das Ding. Einmal nach hier unten. Wahrscheinlich die ein oder anderen Alerts dann nicht mehr funktionieren. Aber das ist ja jetzt auch das kleinste Übel.
So, wir warten, bis sich der Bildschirm wieder fängt. So, das sieht doch gut aus. So, ich hoffe, dass da unten nichts steht. Und jetzt könnte ich da, obwohl doch, wenn ich hier auf Dingens gehe, ne? Wenn ich hier auf den Röntgenmodus gehe, dann stehen hier auch nochmal Sachen. Das ist aber vielleicht erstmal gar nicht so wichtig. Und vielleicht tue ich, ich könnte meinen Pip vielleicht auch nach oben links tun. Naja, wir gucken mal. Ne? Das wird sich schon alles irgendwie einspielen. Ich weiß nicht, ob ich so lange hier in diesem Bildschirm sein werde. Es ist natürlich auch voll spannend und so. Aber wahrscheinlich jetzt nicht spielentscheidend zu dieser Zeit des Tutorials. So. Dann gehen wir jetzt mal hier ein bisschen nach vorne. Wir müssen auf 100 Grad kommen. Guck dir mal an, wie lange alleine das dauert, das Wasser zum Kochen zu bringen. Ich weiß auch nicht, ob das üblich ist, dass man da keinen Deckel drauf macht. Weil es natürlich dann klar, dass es halt eine halbe Ewigkeit dauert. Wir sehen ja hier schon, glaube ich, jetzt hier in Ingame-Zeit. Da haben wir jetzt schon zwei Stunden verballert. Also wir haben jetzt wirklich mehr als eine Stunde darauf gewartet, dass das Wasser jetzt hier irgendwie mal zum Kochen kommt. Es fängt schon an zu blubbern, falls ihr das auch hört. Jetzt war nämlich gleich da. Gleich sind wir bei 100 Grad. Bis die Würze kocht. Dann, was heißt das? Schalte ich dann aus, erhitze den Brautopf weiter, bis die Würze kocht. Oder lasse ich es dann an? Ich weiß, man muss das dann immer so ein bisschen hin und her regeln. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier händisch macht. Man muss nämlich, glaube ich, bei einer bestimmten Temperatur dann bleiben. Habe ich in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das bei der Brauart jetzt auch so ist. Jetzt passiert irgendwas. Warte mal, ich gehe mal zurück. Irgendwas ist jetzt hier passiert. Einen Beutel Bitterhopfen und einen Beutel britischer Hopfen herausnehmen, weil den müssen wir jetzt nämlich gleich den Hopfen hinzufügen. Scheinbar kocht das jetzt hier auch schon bei 98 Grad. Achso, ich muss die Uhr schließen. Das war tatsächlich wahrscheinlich vorhin auch mein Problem mit dem Wasser eingießen, ne? So, die beiden Hauptzwecke des Hopfens bestehen darin, dem Bier Geschmack und Bitterkeit zu verleihen. Der Grad der Bitterkeit wird durch den Alphasäuregehalt, kurz ASG für alle, die es interessiert, bestimmt. Je höher der ASG-Wert, desto mehr Bitterkeit fügt der Hopfen hinzu. Wir sollen uns jetzt aber trotzdem beide... Ach nee, es gibt hier je Hopfenarten auch nochmal unterschiedliche Hopfen. Je länger der Hopfen gekocht wird, desto mehr Bitterkeit und Aromen fügt er hinzu. Bei längerem Kochen verlieren sich die Aromen jedoch, während die Bitterkeit weiter zunimmt. Aus diesem Grund gibt es den Bitterhopfen. Er dient hauptsächlich der Bitterung und wird länger gekocht, während Aromahopfensorten gegen Ende des Kochvorgangs zugegeben werden. So, wir nehmen 20 Gramm Bitter und 50 Gramm britisch. So, wir gucken uns mal hier an, was wir hier so haben. Frisch, sauber, Frucht, Gewürz, Kiefer, Zeder, blumig und Beeren. Alphasäuregehalt 9,5 und der Ruggle hat weniger. Das heißt, wenn wir ein nicht ganz so bitteres Bier haben möchten, da wäre ich auch stark dafür, würde man wahrscheinlich den Ruggle nehmen. Ich glaube, den nehme ich auch. Frisch und sauber, Frucht und Gewürz, Gras, 8, holzig, 8, erdig, 8, Minze. Minze und blumig. Der berühmteste britische Hopfen, der in vielen klassischen Stilen verwendet wird. Ein vollmundiges Profil mit erdigen, holzigen, grasigen und minzigen Noten. Davon nehmen wir jetzt 50 Gramm. Bestätigen. Und 20 vom Bitterhopfen. Da haben wir den Marauder und den Magnus. So, guck mal, da sind auch die Prozentzahlen gleich ganz anders. Wir haben hier einmal 17%. Hier haben wir 14%. Auch hier würde ich einfach den weniger bitteren nehmen. Der kommt aus Deutschland. Interessant. Der kommt aus den US of A. Milde, pfeffrige, würzige und fruchtige Noten sind der einzige aromatische Beitrag dieser bitteren Sorte. Das hört sich so ein bisschen verhöhnend an. Mehr kann dieser Hopfen eigentlich nicht. Außer halt mild, pfeffrig, würzig und fruchtig sein. Das dann aber auch schon alles. Ne? Mehr darf man auch nicht erwarten. So, auch das haben wir genommen.
Habe ich das jetzt? Ach ja, da unten sieht man es ja. Unten in meinem Inventar. Ich kann das auch drehen, das ist schön. Die Hopfenbeutel werden auf die gleiche Art und Weise wie das Getreide zum Weichen an die Behälter angeklemmt. Dann machen wir das jetzt einfach mal hochheben. Nee, hochheben will ich das jetzt nicht. So, okay, 10 Minuten weiter kochen lassen, dann alle Beutel herausnehmen und das Kochfeld ausschalten. Wir haben es jetzt 12.21 Uhr. Das heißt, um 12.31 Uhr in 10 Minuten kommt der ganze Schlons raus aus der Suppe. Flüssigkeit 2230, ungelöst. Was ist denn ungelöst? Eventuell bedeutet es dann, ja, dass da halt Zeug drin ist. Oder was? Da ist dann halt Zeug im Wasser. Ja. So, wir können auch mal den Röntgenmodus hier gucken. Das ist jetzt natürlich dumm, weil da meine Fresse drüber ist. Ich kann es euch ja mal vorlesen. Also das, was hier steht, ne, Flüssigkeit, das seht ihr ja rechts neben dem Topf auch. Temperatur seht ihr da auch. Ungelöst seht ihr auch. Farbe ist 128 SRM. Bin mir nicht sicher, was das heißt. Ich kann da jetzt auch nicht rübergehen mit der Maus. Das wird irgendeine Art und Weise sein, wie man Farbe von Bier misst. Oder von Flüssigkeiten. Dann haben wir Ibu. Weiß ich auch nicht genau, was das ist. Davon haben wir 2, ne, jetzt haben wir schon 3 und steigend. Mit einer Rate von 2,3 pro Minute. Wem diese Information was bringt, wir haben dann noch eine spezifische Proteinstammwürze. Ihr kennt das, Verunreinigung 0,7%. Das ist, glaube ich, alles völlig in Ordnung. Und dann gehen die Infos auch schon unten aus dem Bild raus. Das wird dann wahrscheinlich auch nicht mehr so wichtig sein. So, was haben wir gesagt? 12.31 Uhr, ne? Ja, wir können halt auch nichts anderes machen. Deshalb würde ich jetzt auch hier einfach mal sagen. Was mache ich denn jetzt mit Z? Ach so, jetzt haben wir hier nochmal... Ach du Scheiße. Okay, man kann sich jetzt auch nochmal die Details von den Zutaten, die hier drin hängen, angucken. Ja, gut, das ist jetzt aber auch... Egal, warte mal. So, wie kriege ich das jetzt hier wieder weg mit G, ne? So. Dann machen wir hier mal ein bisschen... Spulen wir noch mal ein bisschen vor. Und nehmen dann alles raus um 12.31 Uhr. So. Theoretisch wäre das jetzt soweit. So. Wir entfernen das alles. Und das Kochfeld aus 10 Minuten weiter kochen lassen. Das haben wir ja gemacht. Dann alle Beutel rausnehmen und das Kochfeld ausschalten. Warten, bis Brautopf eine Temperatur von 21 Grad oder niedriger hat. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Was kann geweicht werden? Heißt das, ich kann damit noch irgendwas machen? Oder kann ich das wegschmeißen? Mit der Zeit erhältst du Zugang zu Würzekühlern, Geräten, die den Kühlprozess erheblich beschleunigen. Ach so, nee, okay, das ist jetzt einfach das, was im Top ist. Ist jetzt natürlich die Würze. Ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass es die Maische ist, weil ich glaube, das ist es noch nicht ganz. Das ist auch einfach zu lange her. Ich schmeiße das Zeug jetzt einfach weg. Ich weiß nicht, ob man das nochmal benutzen kann, ehrlich gesagt. Gut, dann ist jetzt wieder definitiv warten angesagt. 21 Grad oder niedriger. Dann Hefe hinzufügen. Verwende den Kalender, um die Zeit einen Tag voranzudrehen. Aber dauert das jetzt einen Tag, bis das Wasser bei 21 Grad ist? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde erstmal, glaube ich, gerne die... Hefe, die, müsste die nicht auch im Kühlschrank eigentlich sein? So theoretisch eigentlich? Ich dachte, Hefe ist auch immer, was wahrscheinlich dann Trockenhefe oder was, keine frische Hefe. Ne, hier sind auch noch Malze. Gut, dann muss ich es wahrscheinlich erstmal runterkühlen, bis der mir dann überhaupt sagt, oder ich muss es hier vielleicht machen. Das heißt ja auch oder niedriger, das heißt, es ist völlig egal. Wir müssen es nicht direkt bei 21 Grad machen.
Einen Tag. Dann machen wir das doch mal. So. Jetzt ist die Würze kühl genug für die Hefe. Es ist Zeit für die Gärung. Wir haben den Gärbehälter. Genau, Gärbehälter werden in der Gärungsphase des Bieres verwendet, wenn die Hefe Zucker in Alkohol und CO2 umwandelt. Beachte den angebrachten Gärspund. Er dient dazu, dass CO2 entweichen kann und verhindert so, dass der Behälter möglicherweise eventuell direkt in deinem Gesicht und in deiner Küche explodiert. So, herausnehmen. Den stellen wir jetzt wahrscheinlich einfach auf den Tisch oder was? Oh. Ah ja, okay, das macht Sinn. Ich dachte gerade, das ist natürlich jetzt sehr komisch platziert hier direkt am Rand, aber ja, das ist gar nicht mal so verkehrt. So, halte den Brautopf, während du den Gärbehälter ansiehst und drücke E zum Gießen. Stelle sicher, dass die Deckel beider Behälter abgenommen sind. Mir fällt gerade etwas ein, aber das ist hier gar keine Option, weil ich hatte ja vorhin einen Deckel auf diesem Topf. Es ist mir gerade eingefallen, dass wir ewig gewartet haben, bis das Ding kocht. Wir hätten vielleicht den Deckel wieder drauf machen können. Das wird mir auch da unten gerade angezeigt. Das hätte ich tatsächlich wahrscheinlich tun können. Gut, das weiß ich jetzt auch. Wäre ich vielleicht drauf gekommen, wenn der Deckel hier irgendwo gelegen hätte. Scheinbar trage ich den die ganze Zeit irgendwie mit mir rum. Auch hier müssen wir erstmal den Deckel abnehmen. Dann hoffe ich, dass wir Kochhandschuhe. Ach, das ist ja auch egal, ist jetzt kalt. Drücke E zum Gießen. So, jetzt mache ich hier mit dem Mausrad wieder hier schön pschuh, den ganzen Klumbatsch da rein. Ich hoffe, das passt. Doch, ich denke schon, ne? Das wäre unsinnig, wenn nicht. So. Dann stellen wir den Topf natürlich hier rein, weil der muss natürlich auch noch gesäubert werden. Behälter enthält keinen gießbaren Inhalt. Achso, ich will ihn ja auch da platzieren. So. Dann machen wir hier den... Ne, wir müssen... Und jetzt erstmal Hefe nehmen und die ist tatsächlich jetzt hier, wie erwartet. Entschuldigung, ich muss mich etwas räuspern, da ich so lange schon nicht mehr gestreamt habe, dass meine Stimme das gar nicht mehr gewohnt ist, so viel am Stück zu labern. Hefe ist für den Brauprozess von entscheidender Bedeutung, da sie vergärbaren Zucker in CO2 und vor allem in Alkohol umwandelt. Außerdem fügt sie dem Bier während dieses Prozesses ihre eigenen einzigartigen Aromen hinzu. Der Vergärungsgrad beschreibt die Effizienz der Hefe, meine Herren, nämlich wie viel des vergärbaren Zuckers sie in Alkohol und CO2 umwandelt. Der Rest wird zu nicht vergärbarem Zucker. Die optimale Temperatur der Würze ist wichtig, damit die Hefe gären kann. Andernfalls beginnt die Hefe in den Ruhezustand überzugehen oder stirbt sogar ab. Deshalb ist die Kühlung der Würze vor der Zugabe von Hefe so wichtig. So, wir haben jetzt hier SoCal Ale 1. Je höher der Vergärungsgrad, desto effizienter ist die Hefe. Oh, im Hintergrund läuft Claire de la Lune. Interessant. Ich hoffe, das wird nicht geclaimed oder so. Ja, ich weiß es jetzt halt, ich weiß es tatsächlich jetzt nicht, ne? Was macht man hier am besten? 16 bis 20 Grad. Frisch und sauber. Und hier haben wir malzig süß. Ester holzig. Sehr niedriger Vergärungsgrad für kommerzielle Hefe, der zu leicht malzig süßen Bieren führt. Erzeugt ungewöhnliche holzige Ester. Dieser sauber schmeckende Stamm funktioniert in jedem Stil, da er keine Geschmacksnoten enthält. Dann nehmen wir den doch, oder? Ist jetzt egal, wie viel? Ja, schauen wir schon. Sein Päckchen halt. So. Hefe rein, Deckel zu. Füllen in. Ach, muss ich jetzt auch kippen? Gut, das kippen wir jetzt auch nochmal. Rein damit. Bisschen schütteln. So. Gegenstand verstauen. Ach so, das kann ich dann einfach gut. Dann kann ich das einfach wieder mitnehmen. Mache jetzt hier den Deckel drauf. So, 15 Tage warten. Cool.
Nicht wahr? Hier das kleine Pinöbelchen, das stand ja vorhin schon mal im Text, das ist tatsächlich sehr spannend. Wenn man mal, ey, moin, Twingo Boy 1985, wie geht's? Ich brauche hier gerade ein bisschen Bier. Dieses Pinöbelchen hier oben, ne? Wenn man irgendwie viel Langeweile hat während des Gärungsprozesses, kann man hier sehr schön zugucken, weil am Anfang das schön blubbert, weil die ganze Kohlensäure, die entsteht, hier entweicht. Wie gesagt, was vorhin auch da stand, dass das ganze Ding dir nicht um die Ohren fliegt. So, und dann machen wir jetzt mal hier 15 Tage Vorspulen. Außer wir quatschen jetzt 15 Tage miteinander, aber ich weiß nicht, ob ich so viel Zeit jetzt tatsächlich habe. Ach du liebe Güte. Machen wir das mal. So, 15 Tage vorwärts verschieben. Ab geht's. Wie finde ich das Spiel? Ich habe gerade angefangen, ich glaube vor einer halben Stunde oder so. Ich finde es momentan eigentlich noch ganz gut. Noch bin ich im Tutorial. Ich bin mal gespannt, wie aufwendig das wird. Ich glaube, dass es später halt wirklich so richtig, richtig viel auch zu tun und zu beachten gibt. Da freue ich mich so ein bisschen drauf, weil ich selber auch schon mal zu Hause so ein bisschen gebraut habe. Jetzt eher so in dem Stil hier mit so einem Bottich und mit so einem Topf. Und deshalb gerade noch so ein bisschen auffrische, wie ich das damals alles gemacht habe. Ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Deshalb ist das eigentlich ganz witzig. Und der einzige Nachteil ist, glaube ich, nur, dass man am Ende dann kein Bier hat, was man kosten kann. Aber das ist vielleicht auch ganz gut so, weil das könnte dann schon wieder Probleme mit dem Twitch-Toss geben. Dextrose kommt jetzt als nächstes rein. Jetzt, wo die Gärung abgeschlossen ist, es ist Zeit für den letzten Schritt, das Konditionieren des Biers. Zutatenregal. Okay, schön der Zucker rein. Nee, das stimmt gar nicht. Das ist ja nicht das Zutatenregal hier. Also was ich gelesen habe, soll das wohl außerordentlich realistisch sein, auch was die ganzen chemischen Prozesse angeht. Wie gesagt, ich bin jetzt noch zu früh, glaube ich, im Spiel, um das tatsächlich irgendwie einschätzen zu können. Momentan kippe ich eigentlich nur Zutaten rein, die das Tutorial mir vorgibt. Ich bin gespannt, wie schnell man da dann in die komplexen Ebenen kommt, wo man dann halt wirklich so... Ich glaube, spannend ist am Ende der Sandbox-Modus. Da habe ich mich jetzt natürlich nicht rangetraut, weil da musste, glaube ich, dann schon Ahnung haben. Das wäre wahrscheinlich echt mal interessant, wenn jetzt wirklich ein Braumeister oder irgendjemand, der sich auskennt, das spielt und im Sandbox-Modus reingeht und eigentlich da gar kein Tutorial mehr hat. Ob das dann immer noch realistisch ist, das kann ich leider gar nicht sagen. Aber mal gucken. Vielleicht lernt man, also man lernt mit Sicherheit auch was dadurch. Vielleicht kriegt man danach einfach direkt einen Meisterbrief. So, wir nehmen jetzt erstmal hier Zucker. Da stand, glaube ich, nicht wie viel. Ach, wir haben ja auch noch Müll im Inventar. Das können wir auch gleich mal wegschmeißen hier. Guck mal hier, das ist auf jeden Fall realistisch. Zack. Weg damit in den Müll. So, und jetzt kommt hier... Ach, jetzt muss man erstmal den Deckel abnehmen. So. Nun, schau mal. Das sieht doch richtig lecker aus. Das ist tatsächlich nicht unrealistisch. Aus meiner Erinnerung. Das sieht wirklich erstmal eine Weile so aus. Aber ich mache, das ist auch eine andere Art von Bierbrauen, wie die, die ich damals gemacht habe. Weil ich weiß noch, dass ich dann irgendwie so Maische absieben musste und dann auch ganz viel Zeug noch übrig hatte und solche Sachen. Hier ist es einfach alles irgendwie zusammengekippt und nur eingehangen. So ein bisschen wie Tee ziehen hat sich das gerade angefühlt. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach nur eine andere Art, Bier zu brauen. Irgendwo stand es auch. Ach genau, da steht es ja hier bei Storyziele, Extrakt, Brauverfahren. So 150 Gramm von der Dextrose. Jetzt muss man hier tatsächlich mal ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel reinschmeißt. 153, gut, ich glaube, das ist okay. Das kann man verkraften, Gegenstand verstauen, so. Plastikfass klein und ein Schlauch aus dem Ausrüstungsregal. Das haben wir hier. Konditionierungsbehälter werden in der Konditionierungsphase des Brauens verwendet, in der das Bier mit Kohlensäure versetzt wird. Dann nehmen wir uns das einmal raus. Ein luftdicht verschließbares Kunststofffass, in dem Bier konditioniert und aus dem es über einen Zapfhahn ausgeschenkt werden kann, sobald es fertig ist. So, und dann nehmen wir uns hier noch einen Schlauch.
Der wird nämlich zum Umfüllen von Flüssigkeiten zwischen Behältern verwendet und kann auch am Spülbeckenhahn befestigt werden. Die Schwerkraft spielt dabei eine wichtige Rolle. Der Zielbehälter muss tiefer stehen als die Quelle der Flüssigkeit, damit der Transfer funktioniert. Das kann ich so bestätigen. Darauf muss ich tatsächlich auch achten. Das ist, wenn man zu Hause in so einer kleinen Küche sitzt, wo nicht so viel Platz ist wie in diesem wahnsinnig großen Anwesen, dann ist das schon ein bisschen schwieriger alles. So, wir stellen das Fass auf eine niedrigere Ebene. Das wäre jetzt in unserem Fall der Boden. Dann schließen wir den Schlauch zwischen dem Hahn des Gärbehälters und dem oberen Ende des Fasses an. Muss ich den öffnen? Würde mal sagen, ne? Deckel ab. Schlauch anschließen. Ach, hier muss ich den Schlauch anschließen. Okay. Schlauch entfernen, Hahn öffnen, schließen. Muss ich jetzt noch irgendwas machen? Das sieht jetzt irgendwie komisch aus hier gerade. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Deckel aussetzen, Gegenstand füllen, füllen in. E. Kann nicht in diesen Behälter gefüllt werden. Moment. So, was habe ich denn jetzt mit dem Schlauch falsch gemacht? Irgendwas blinkt hier. Okay. Ach, guck mal. Ah. Nee, stimmt. Okay, ich habe es einfach komplett ver... Ausnutzung der Schwere, okay. Schließe einen Schlauch zwischen dem Hahn des Gärbehälters und den, hätte ich vielleicht erst da anschließen, weil das ist jetzt hier kompletter Murks. So. Hört ein Schuh draus. Sieht zwar auch irgendwie komisch. Warum sieht denn das so komisch aus? Aber das heißt schon, dass es die Verbindung ist da. Das soll es mir doch wahrscheinlich sagen, oder? Das ist doch wahrscheinlich einfach nur die Art und Weise der Programmierer, wie sie sagen, du pass auf, und zwar das ein bisschen zu aufwendig, hier den kompletten Schlauch irgendwie realistisch darzustellen. Deshalb nimm diese blinkenden gelben Linien und wisse, dass das jetzt als verbunden gilt. Vielleicht. Ich öffne mal den Hahn und gucke, ob wir jetzt einfach einen riesen Matschepampe auf den Boden kriegen oder nicht. Es scheint hier reinzulaufen, ne? Ja, Flüssigkeit. Flüssigkeit steigt. Das ist gut. So. Gut. Wenn das Umfüllen nicht funktioniert, vergewissere dich, dass der Hahn geöffnet ist und der Konditionierungsbehälter tiefer als der Gärbehälter steht. Aber das scheint ja hier alles zu funktionieren. Wir könnten jetzt hier wieder ein bisschen vorspulen. Weil ich meine, das sind, warte mal, wir haben 19 Liter, die hier runter müssen. Oh shit. Das hätte mir natürlich jemand sagen sollen, dass der Behälter kleiner ist als der. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. 20 Tage warten wir jetzt schon wieder. Ich nehme jetzt erstmal den Schlauch hier raus. Und machen Deckel drauf. Hebe das Ding hoch und kann das jetzt eigentlich mal hier auf den Tisch stellen. So. Hier ist jetzt noch ein bisschen Rest drin. Aber der Boden hat jetzt nicht so viel abbekommen, das ist gut. So, dann, wir wollten ja auch noch, ich weiß nicht, ob man das hier alles abwaschen muss. Ich stelle jetzt einfach mal das Teil hier. Ich nehme das mal. Pack das einfach mal jetzt hier hin. So, dann wissen wir, dass wir das noch abwaschen müssen. Den Schlauch eigentlich auch. Kann ich das auch platzieren? Ja, ne? Und die Dextrose kann eigentlich zurück ins Zutatregal. Und wir warten jetzt 20 Tage. Deckel bleibt aufgesetzt, damit das CO2 nicht verloren geht. Auch die Konditionierung ist ein langsamer Prozess. Nutze den Kalender. 20 Tage, auf geht's. Man hätte natürlich das Spiel noch entsprechend so bauen können, dass man dem Charakter, den man da spielt, irgendwie noch einen Job oder ein Hobby gibt, was er dann die Zwischenzeit macht.
Aber gut. Dafür haben wir den Kalender. Zack. Denn Bier kosten und verpacken. Zeit, dass sich deine harte Arbeit auszahlt. Bringe das Fass zu den Zapfhähnen im Verkostungsraum. Da waren wir ganz gerade eben schon. Das ist wirklich sehr, sehr lecker eingerichtet, der gute Verkostungsraum. Und koste dein Bier. So. Das Ding nehmen wir mit. Guck mal, ist das nicht geil? Sieht das nicht so richtig nach einem Bierverkostungsraum aus? Also wenn mich jemand fragen würde, ey, wie würdest du dir deinen idealen Bierverkostungsraum vorstellen? Mal mir das doch hier mal kurz mit einem Kuli auf. Dann würde das genauso aussehen, was da rauskommt. So, ach, das wird hier direkt in die Zapfanlage reingepackt. Das ist ja geil. Okay. Muss ich das jetzt hier erst... Hier steht Bier probieren. Na gut, dann machen wir das so. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das Probieren jetzt vonstatten läuft. So, wir haben ein sehr dunkles Bier. So, hier, das sieht man alles. Ne? Das ist jetzt nicht mein Gesicht im Weg. Nee, das ist nicht. Okay. Ein wirklich sehr dunkles Bier. Und hier steht jetzt auch nochmal, wie das gemessen wird. Das habe ich mich nämlich vorhin gefragt. Eine der Methoden zur Messung der Bierfarbe ist die Standard-Referenzmethode SRM. Dieses Farbsystem reicht von blassgelb, 1 SRM, bis schwarz, 40 plus SRM. Die Zutaten eines Bieres bestimmen seine Farbe, insbesondere die verwendeten Körner. Okay. Ja, aber geil, haben wir hier ein richtig schön dunkles 40 plus SRM Bier gemacht. Es hat allerdings nur zwei... nee, warte mal, das ist ja was anderes. Das ist die Carbonisierung. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt hier nicht der Alkoholgehalt, ne? Das wird sich wahrscheinlich gleich auf der nächsten Seite hier zeigen. So, Carbonisierung ist das Maß an Kohlendioxid in einem Bier. Die sprudelnde Kohlensäure CO2 wird von der Hefe, blablabla. Bier im Fass kann auch mit Hilfe eines CO2-Tanks karbonisiert werden. Ein Verfahren, das als erzwungene Carbonisierung bezeichnet wird. Das heißt, es sprudelt jetzt dann scheinbar nicht so wahnsinnig doll. Das ist jetzt so ein leicht prickelndes Bier, scheinbar. So, gucken wir mal. Malzig süß, finde ich sehr lecker. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich frisch sauber zu verstehen habe. Aber wahrscheinlich einfach so, dass es halt nicht so viel macht. Guck mal, wir haben kein säuerlich. Das ist interessant, dass es nicht dunkel und geröstet schmeckt, obwohl es dunkel ist. Aber wir haben quasi ein frisches, relativ süßes, malziges Bier. Schlecht ist auch geil. Es schmeckt einfach auch ein bisschen schlecht. Auch hopfig und bitter und fruchtig und gewürzt, aber mehr noch schlecht. Na gut, aber es ist immerhin nur 2,5 schlecht. So, der Alkoholgehalt, genau. 4,52, das ist, ja, das ist jetzt nicht so viel. Das ist, ne? Sag ich mal, jetzt für ein dunkles eigentlich, weiß ich nicht, ist das normal? Ist ein dunkles nicht eigentlich stärker? Aber ist auch egal. Die Bitterkeit wird in International Bittering Units gemessen. Die Bitterkeit wird durch den Alphasäuregehalt, ach genau, das war da, wo wir den Hopfen genommen haben, den ich auch extra als nicht wirklich sehr bitter ausgewählt habe. Deshalb ist das Bier auch einfach nicht sehr bitter. So, es hat einen mittleren Körper. Verunreinigung von 10%, weil wir haben es natürlich auch nicht filtriert. Stammwürze, Reststammwürze. Dichte der Flüssigkeit im Vergleich zu reinem Wasser. Nach der Gärung, vor der Gärung. Das heißt, es ist... Eins wird dann wahrscheinlich genauso sein wie Wasser. Vermute ich jetzt. So, und was haben wir hier? Bierstil. Okay. Das heißt, wir sind größtenteils ein Scottish Export, oder was? Karamell, Toffee, Minze, Holzig, Gras und fünf mehr. Nur zum Gebrauch im Brauraum. Alles klar. Ja gut, okay. Das war dann schon mal mein erstes Bier. Das ist doch ganz nice. So, hier kann man jetzt natürlich ein paar Sachen nicht sehen, aber das ist auch nicht schwierig. Okay, jetzt geht es hier aber richtig ab. Da, wo mein Gesicht davor steht, steht Etikettendesigner.
Warte mal. So, hier. Da kann man das nämlich auch mal sehen. Auf dem Verpackungsbildschirm kannst du deinem fertigen Bier einen Namen geben, den Stil auswählen und auch ein Etikett für die Flasche verwenden. Jetzt geht's aber ab hier. Biername. Hat irgendjemand einen Biernamen hier? Dann gerne mal einen Vorschlag geben. Ich bin mal so schlecht in Namensfindung. Ja, Scottish Export scheint es ja zu sein, deshalb lassen wir das einfach. Flasche Belgisch, haben wir leider auch nur die eine. Glas Tulpe, ich dachte, das ist eine Tulpe. Nee, ich dachte, das ist eine Tulpe. Ich habe mein Leben lang unter einer falschen Annahme gelebt. Ich dachte immer, das ist eine Tulpenform. Dabei ist das hier die Tulpenform, oder was? Naja, gut. Bei Tulpengläsern dreht sich alles um das Aroma. Sie halten die Schaumkrone und bündeln die Aromen, während sie zum sanften Schwenken des Bieres anregen. Klassischerweise kombiniert mit belgischen Stilen. Das ist ein klassisches Weizenglas. Nonic Pint. Gut. Das ist natürlich auch eine Sache. Das ist ganz geil, dass man hier nebenbei dann wirklich noch was lernt. Das hätte ich nämlich auch nicht gedacht. Aber wir können das Etikett designen. Da kann man hier aus Sachen, okay. Das ist eigentlich ganz nice. Das hat sowas Modernes. Mach ich noch so ein bisschen was Nordisches oder Keltisches. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das ist auch geil. Ja. Ich finde, das passt auch super. Oder zum schottischen Export. Richtig dunkles Bier, einfach so ein kleines süßes Häschen drauf. Aber was hat man hier noch? Ja. Ich kann hier. Nee, warte mal. Position, Breite. Achso, das ist das Ding in der Mitte da. Okay, metallisch. Glänzend. Das bringt jetzt nur noch nichts, weil ich erstmal die Illustration hier draufpacken muss. Ey, ganz ehrlich, guck dir an, was man hier alles machen kann. Auch der Hammer. Wahrscheinlich kann man hier... Nee, kann man nicht. Ich dachte, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich kann man hier auch seine eigenen Sachen mit reinpacken. Vielleicht geht das aber auch irgendwie, wenn man das in einem bestimmten Ordner packt oder so, dass man hier seine eigenen Icons und so designen kann. Das ist ja eigentlich auch ganz witzig für ein Bier. Schattenfarbe, Farbe A, Farbe B, das ist einfach jetzt so komplett die Papierfarbe. Warte mal. Kann ich hier einfach irgendwie ein bisschen crazy, irgendein crazy Shit machen? Das ist irgendwie sowas. Sieht natürlich komplett kacke aus und ich habe jetzt auch nicht vor, eine halbe Stunde jetzt hier am Design zu basteln, keine Angst. Dann kann man mal ein bisschen rumgucken, was man hier so Schönes machen kann. Zweitfarbe ist hier wahrscheinlich einfach in dem Ding nicht vorhanden. Ist auch völlig okay. Gut, kann man ja so ein bisschen einen auf komplett bekloppt machen. Kann ich das jetzt auch wieder zentrieren irgendwie? Nee, das müsste ich jetzt wieder per Augenmaß hier. Okay, machen wir es so. Textbanner, Hintergrund. Banner und Hintergrund zusammenführen. Ah, okay, dann wird es einfach so eine komplette Banderole scheinbar. Auch hier kann man einfach verschiedene Formen sich ausdenken, aussuchen. Das hat auch was, das sieht aus wie so ein, wie aus einem Periodensystem, ne? Obwohl das ja eigentlich auch nicht so eine Form dann hat. Wahrscheinlich einfach nur durch den Rand da irgendwie so ein bisschen. Bierstil, Text. Oh, da kannst du hier wirklich alles machen, Leute. Ja, komm. Nee, das muss nicht sein. Also, da kann man sich wirklich noch richtig auslassen. Ich glaube, das ist so eine Spielerei, die machst du irgendwie ein, zwei Mal und dann ist das aber auch vorbei. Für die meisten, denke ich mal. Außer du bist jetzt da richtig, richtig invested irgendwie. Ich finde das hier ganz geil. Das hat was. Das kann ich mir auch schön als so ein Markenlogo vorstellen. So, zurück zur Brauecke. So, braue ein Bier, haben wir geschafft. Wenn du bereit bist, kannst du weiter in die nächste Saison. Kann ich das jetzt eigentlich noch trinken? Ich kann das hier noch ein bisschen drehen.
Das ist ganz nice. Hier kann man sich das nochmal wirklich so im Raum angucken. Ne? Das ist auch mal wichtig, finde ich, wie so ein Bier auch im Raum wirkt. Ja. Wunderschön, auf jeden Fall. Ja, schön die Spiegelung auch eingefangen. Kann ich jetzt hier auch nicht abstellen. Ich kann es verstauen. Ja, doch, platzieren steht auch hier. Aber da, schön am Rand vom Tisch natürlich. Da, wo die Katze es auf jeden Fall nicht runterschmeißen kann. Kann ich mir jetzt hier aber auch eins einschenken eigentlich? So, dass ich es mal sehe im Glas. Das geht nicht, ne? Schade. Ja, gut. Dann muss ich jetzt wohl weitermachen. Ich dachte jetzt, ich könnte mir jetzt noch schön eins ins Glas einschenken, weil ich meine, die Flasche ist natürlich schön und gut. Aber so wie das im Glas wirkt, ist natürlich auch noch mal was anderes. Hier haben wir... Ach, deshalb wahrscheinlich nicht. Guck mal, ich probiere es einmal ganz kurz. Ganz kurz probieren. Und das jetzt hier reinpacken. Ah, dann kommen wir einfach wieder hier rein. Okay, alles klar. Gut, ich dachte, ich könnte mir dann einfach wirklich ein Glas zapfen und dann hätte ich es in der Hand. Aber das sieht schon eigentlich ganz schick aus, ne? Da kriegt man direkt ein bisschen Durst. So. Das ist so ein schönes... ein schönes 11.30 Uhr Bier. Schön zum Mittag. Frisch. Ja, ich muss das jetzt hier nicht nochmal alles... So. Zurück zur Brauecke. Gut, dann machen wir jetzt einfach Folgendes. Ich packe mir das mal ins Inventar. Schönes kleines Wegbier auf dem Weg zur nächsten Season. Bin gespannt, was jetzt abgeht. Wahrscheinlich einfach eine neue Brauart, die wir da machen. Und ja, das ist doch schön. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Guck mal, da haben wir jetzt hier schon schön. Wollen wir mal gerade gucken hier. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Steht hier gerade nicht. Doch, da. Ein Stündchen an unserem ersten Bier gebraut. Und machen jetzt weiter mit dem nächsten Bier.